Zuletzt bei Astrobot. Wir konnten einen dicken Haken unter die dritte Welt setzen. Nach dem Bosskampf gegen Lady Venomara mussten wir nur noch das besondere Level im Uncharted-Stil schaffen, in welchem es unter anderem 3 goldene Eier zu finden gab, bevor uns das Spiel sagte, dass wir alles erreicht haben. Durch das Abschließen der dritten Welt konnten wir die GPU zurück in unser PS5-Raumschiff bringen und ein weiterer Satellit landete, der uns den Weg in Welt 4 ebnen wird. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Astrobot. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ich habe ein bisschen was verkackt. Ich wollte eigentlich hier auf dem Planeten landen, dass ich den Part so ein bisschen vorbereiten kann, dass wir quasi direkt dort vorne beginnen können. Aber wir haben in der Zwischenzeit genügend Puzzleteile gesammelt, dass hier dieser Elefant zusammengebaut wurde. Ich war noch nicht drin, er ist halt nur gespawnt und ich habe absolut keinen Schimmer, was das ist. Aber wir finden das mit Sicherheit gleich raus. Der Safari-Park. Okay. Da kann ich Fotos machen. Okay, mit so einer richtigen Polaroid oder was? Jetzt bin ich sehr gespannt, Freunde. Okay, jetzt kann ich hier ein Foto machen. Alles klar, warte mal, kann ich irgendwie zoomen? Jetzt habe ich ein Foto gemacht. Wirf dich in Pose. Jetzt haben wir sogar hier was bekommen. Okay. Aber was genau hat es damit auf sich? Also, wovon hängt das ab, dass man hier ein Foto machen kann oder nicht? Oder, ich bin stark verwirrt. Also, was genau passiert hier? Was ist das für ein Ort? Also das ist alles innerhalb dieses Elefanten. Tatsächlich, hier kann ich auch ein Foto machen. So, zack, das machen wir so ein bisschen quer. Yeah. So, und wir kriegen da auch immer, sage ich mal, wirklich richtig Belohnungen für. So, und hier oben ist halt tatsächlich auch was wir finden können. Gerettet. Ah, warte mal. Wenn wir diese Tiere finden, diese Eier, können wir dann diese Fotospots damit freischalten? Weil das ist ja auch eine Sache, bei der ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, was die zu bedeuten haben. Mit Sicherheit, ne? Mit Sicherheit hat es was damit zu tun. Das heißt, wenn ich genügend dieser Eier auf der Oberwelt finde, dann schalte ich hier Fotospots frei. Schaut mal, da ist nochmal direkt ein Tier, was ich freischalten kann. So, und hier haben wir jetzt nochmal einen kleinen Kollegen. So, und aber habe ich dann jetzt auch irgendwo einen neuen Fotospot freigeschaltet? Ich meine, die würden ja so blau auf dem Boden leuchten. Doch, da oben ist nochmal einer, okay. Passt auf, dann hüpfe ich jetzt hier hoch. So, und dann können wir jetzt auch gemeinsam hier ein Foto machen. So, zack. Und dann kriegen wir auch immer ein bisschen Kohle für, was irgendwie echt ein bisschen cute ist. Aber das scheint jetzt keinen wirklichen, sag ich mal, krassen Impact auf unser Gameplay zu haben, oder? Also passiert jetzt hier irgendwas richtig Verrücktes? Oder, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin noch so ein bisschen so... ich suche noch den Sinn dieses Ortes. Also soll der einfach nur quasi gute Laune machen? Weil das tut er. Oder passiert hier noch ein bisschen mehr? Ich habe auch kein Tutorial oder so bekommen. Naja, ich denke, wir werden bei Zeit mal wieder hierher zurückkommen und dann einfach mal schauen, was passiert. Aber ich vermute mal sehr stark, dass diese Eier, die wir hier im Weltenhub finden, dass die vermutlich mit dieser Safari-Zone zu tun haben. So, und wir haben ja auch wieder ganz gut Cash gesammelt. Dann würde ich auch vorschlagen, Freunde, dass wir erstmal wieder hier uns ein bisschen Gacha-mäßig was rauslassen. Ja, ein Origami-Vogel. Okay, ich habe auch keine Ahnung, was die bedeuten. Yeah. So, jetzt kriegen wir wieder ordentlich Stuff. So. Und jetzt werden hier auch wieder, genau, einige von den besonderen Charakteren, die wir gefunden haben, eben auch mit passenden Waffen und so weiter ausgestattet. Yo, okay, die goldenen sind Outfits, die wir freischalten können. Übergroßes Obstmesser, sehr geil. Und wir haben ja dann schon gesehen, dass wir genügend von denen finden, dass wir dann quasi uns die Oberwelt verbessern. Also all diese Sachen, die wir hier in diesen, uns aus diesen Kugeln holen, die erscheinen ja dann tatsächlich auch auf der Oberwelt. Durstiges Erntemesser.
Geil, der hat hier so richtig Wein gesippt, oder was? Foliant des Wissens. Ah, das ist für den God of War Kopf. Ich verstehe. Geil, also wir können quasi... Ah, das ist... Genau, ich wollte gerade sagen. Das kenne ich sogar. Das ist aus Persona. Ja, also... Das ist voll geil, dass man hier dann immer noch für die passenden Bots, die eben aus diesen Sony-Universen kommt, dass man die dann eben noch so ein bisschen ausstattet. Oh, ich liebe das. Aber da sind mittlerweile so viele goldene Kugeln drin, Freunde. Das müssten doch alles mittlerweile so, ja, Skins für uns sein. Dass wir dann auch, genau, unsere Umkleidekabine hier passend füllen. Sehr schön. Gebt mir alles, was ihr kriegen könnt. Wolle des Wanderers. Ja, das, ich kenne das Game. Ah, ich kenne das Game vom Sehen. Ich schwöre, ich schwöre. So, das ist, glaube ich, auch aus God of War. Diese Dame, die da gerade diese Wandmalerei gemacht hat. Das ist auf jeden Fall, genau, das ist aus Uncharted. Aus dem, was wir beim letzten Mal gespielt haben. Mal wieder ein stabiles Versteck. Eine Pistole mit Blume. Sexy, sexy. Das ist auch God of War mit Sicherheit. So sieht's aus. Ein stabiler Kriegshammer. So, und das ist... Ah, das ist jetzt wieder ein Skin für unser Flugzeug. Okay, also wir finden hier immer mehr. Das ist, glaube ich, der Händler aus God of War gewesen. So, und genau, das hatten wir ja schon gesehen. So, das ist irgendwie ein Charakter, der auf sich selber spielt. Das ist echt crazy. Da bin ich gespannt, wann ihr mir das in die Kommentare schreibt. Also die Folge muss natürlich erst noch releasen. Na, wo das herkommt. Da muss ich da mal einen genauen Blick in die Kommentare werfen. So, oh nein, da oben ist es hier so eine Dose gespawnt. So, hier einfach der Fußballer, der Sony-Fußballer. Die Dose ist immer ein Scam. Geil, wir können uns jetzt sogar als Affe verkleiden. Ja, mega. Hier ist einfach so eine Drohne für die Katze. Oh, es ist so süß, was sie sich alles für Gedanken gemacht haben. Diebesstock und Mini-Tresor. Ah, das war genau, das war für diesen diebischen Waschbären. Der pinke Skin sieht fürs Flugzeug auch geil aus, muss ich sagen. Das ist die Schildkröte aus God of War. Neuer Skin für uns. Das sieht nach Jack and Dexter aus. Hier haben wir eine Kamera. Drei Kugeln kann ich mir noch rauslassen, Freunde. Der Bogen ist... Ah, für den Sohn aus God of War. Und das hier ist... Weiß ich nicht. Das kenne ich nicht, das Spiel. Boah, wie viele Goldkugeln da drin sind. So, und hier haben wir jetzt den letzten. Die letzte Kugel erstmal für uns. Mehr Geld ist erstmal nicht drin, aber wir haben die Hälfte aller Dinge. Wir haben die Hälfte aller Dinge. So, hier spawnt jetzt ganz viel. Ich muss halt auch gucken, ob irgendwo ein Puzzleteil spawnt. Weil halt doch durch diese ganzen Gacha-Elemente gerne mal echt sinnvoller Stuff spawnt, mit dem wir dann auch interagieren können. Deswegen muss ich da sehr aufmerksam sein. Ah, ich hatte natürlich auch gesehen, dass da so Bowlingkugeln gespawnt sind. Warte mal, euch will ich kaputt machen, ja? Zack, oh. Putz. Sehr schön. So, wo sind diese Bowlingpins erschienen? Da vorne. Da, das hat doch safe was, oder? Das hat doch safe was mit dem Puzzleteil zu tun. Ich wollte es gerade sagen. Jawollo. So wünsche ich mir das. So, und jetzt ist halt noch die Frage, womit können wir noch irgendwann interagieren? Warum leuchtet der einfach nur weiß? Das ist irgendwie so weird. Aber es ist bestimmt irgendein Insider, den man versteht, wenn man sich mit dem Universum auskennt. So, hier, da fehlen irgendwie noch Charaktere. Für die habe ich da wahrscheinlich noch nichts gegambart. Vermute ich mal so. Kann ich sonst noch mit irgendetwas interagieren? Mit diesem Affen? Ja, ich kann mit den allen irgendwie interagieren, ne? Die leuchten auch alle so blau. Ich weiß nur nicht, was es damit auf sich hat. Ha. Okay, wie viele Puzzleteile gibt es hier in dem Bereich noch? Sehen wir das irgendwo? Nee, erstmal nicht. Okay, aber Freunde, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall wieder ganz guten Progress gemacht. Ich glaube, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir hier rüber und aktivieren hier mit 90 notwendigen Bots. Aktivieren wir hier diese Brücke. Die haben sich hier schon alle gesammelt. Sehr vorbildlich. Und dann kann ich nämlich hier nach oben laufen. Und ins Schneegebiet steppen. Okay, Hallöchen. Und das Schöne ist, oh, 200 brauche ich hier, damit ich hier weitermachen kann. Ja, so viele habe ich noch nicht. So, dich nehme ich mit. Genau. Dich kann ich kaputt ziehen. Ja, 200 ist, das wären schon 66% aller Bots. Da bin ich eh gespannt, wo die Bots alle nachher kommen. Weil wir haben jetzt doch schon einige... Also wir haben jetzt schon drei Welten komplett gespielt.
Na, also wir haben schon einiges gesehen, würde ich mal behaupten, vom Game. Aber gerade mal die Hälfte der Bots. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, aber es freut mich. Also ich freue mich über je mehr Content ich in diesem Spiel bekomme, desto glücklicher bin ich. Also je mehr Zeit ich in Astrobot versenken kann, desto besser. Das ist ein Spiel, bei dem ich mir wünsche, dass es nie endet. Freunde, das ist nie endet. So, was passiert hier? Können wir das hochheben? Mal sehen, wir können die alle drei hochheben. Oh, das ist ein Riesentrampolin. Boy. Okay. Ah, das ist sogar notwendig, Freunde, dass es für uns weitergeht. Dann düse ich da noch nicht hin. Dann machen wir erstmal unseren Bonus-Content weiter, hätte ich gesagt. Passt mal auf. Dann... Boah, Bruder. Diese Kollegen haben mich auch schon viel zu häufig erwischt. Ich sag's, wie es ist. Diese Hasengegner, auch eine absolute Sauerei. So. Einfach weglasern. Das ist die Strat. Sehr gut. 80 Stück brauchen wir hier. Dann bitte einmal... Tauen wir die auf oder werfen wir das hoch oder... Was genau passiert hier? So, alle sind da. Nur noch wir fehlen. Ja, wir werfen es hoch. Aha. Und haben, glaube ich, haben wir gerade 5 Stück auf einmal gerettet. Einige auf jeden Fall. Sehr schön. Und hier können wir gleich noch weitermachen. Was machen die 80 Kollegen hier? Kann ich da hochklettern? Ich vermute mal. Wir sehen es anhand des Schattens da unten, ne? So. Ja, das Ding kippt. Lol. Das ist einfach eine Riesenbrücke. Wow. Wow, okay, okay. Ich muss sehr aufpassen. So, wenn kein Wind kommt. Oh mein Gott. Komme ich da auch wieder hoch? Habe ich irgendeine Chance, da wieder hochzukommen? Ich hänge da jetzt, ne? Oh mein Gott, man kann sich da retten. Das ist schon wieder so korrekt vom Spiel, dass sie dem Spieler da so ein Rettungsseil geben. Das ist schon wieder... Dieses Spiel ist so korrekt in seinem Movement. Sehr gut. Ein weiteres Tierchen. Das gibt mit Sicherheit auch ein PSN-Achievement. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn wir es quasi schaffen, alle Tierchen zu finden. 100 pro. 100 pro, Freunde. So, hier brauchen wir 100. Die haben wir. So. Und ich glaube, dann müsste ich erstmal mit allem interagiert haben, was es hier gibt. Na, ich habe auch jetzt extra einen Tiefschnee so ein bisschen weggemacht, um zu gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Aber das sieht alles recht entspannt aus. So. Na dann, alle ran da. Und ziehen. Und hier geht's gleich weiter mit 90 nochmal. Auf geht's. Baut mir eine Wand, meine Freunde. Baut mir eine Wand. Sehr gut. Hui. Ah. Oh, sogar jetzt so eine Art Wandsprünge. Interessant, interessant. Und da ist ein weiteres Tierchen. Sehr gut. Eine Blume. Wir haben eine Blume gerettet. Ja, auch interessant, ne? So, das da unten ist der 200er Spot, an dem kann ich noch nichts machen. So, und ich glaube ansonsten, genau, haben wir hier erstmal alles. Sehr schön. Dann ab zum Satelliten, würde ich sagen. So, weg mit dir. Zack. Immer einmal hier alles kaputt machen. Wer weiß, ob da irgendwelche Belohnungen drin sind. Da ist nochmal ein Bot, den wir retten können. Vor ein paar lappenhaften Schlangen. Wir kommen auf genau 170. Schau mal, hier kann ich auch nochmal ziehen. Ah, um ein Seil herzustellen. Dass der Rückweg uns hier auf jeden Fall leichter gemacht wird. Cool. Na dann. Okay, warum brauche ich hier 30 Stück? Hallöchen. Wahrscheinlich einfach, um den rauszuziehen, ne? Das hat echt so Pikmin-Vibes. Juhu! Ich liebe unser Bloodborne-Outfit. Ich werde zwar mit dem Spiel nie 100% warm, aber ich liebe das Outfit. Und tschüssi! Abflug! Tschu! Nice gemacht. So, und das wird jetzt wahrscheinlich nach links unten gehen, ne? Genau. Oh, ein Chamäleon. Was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und uns fehlt auch nur noch ein Puzzleteil insgesamt hier. Spannend. Es läuft, Freunde.
Aber wir gehen erstmal in die verlorene Galaxie, denn wir haben hier auch nochmal zwei weitere freigeschaltet. Und die erste ist tatsächlich eine große, sprechende Vulkan. Der erinnert mich sehr an den Baum, ne? An diesen rappenden Baum. Bloß, dass es jetzt irgendwie eine rappende Vulkan ist. Nein, der hat Fieber. Oh mein, das ist ja, oh mein Gott, das ist schon wieder so cute gemacht. Wow. Wow, ist das schon wieder süß gemacht. Ich liebe alles daran, Freunde. Ich liebe alles daran. Och, es steckt hier viel Liebe drin. Und oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber was wird das jetzt für eine Art Level? So, und weil er Fieber hat, bricht er eben aus, weil ihm so warm ist. Oh, und das war's auch schon mit mir. Okay. Interessant. Sehr interessant. I try my best. So, okay, und jetzt müssen wir denen ausweichen. So, hier rüber. Wir weichen nochmal aus. Okay. Jetzt hat sich das Level geöffnet. Und zwar so richtig. Und ich will das nicht berühren hier alles. Das ist... Ich hoffe, dass da jetzt keine Secrets sind. Auch hier hinten oder so. Also, dass der jetzt vielleicht irgendwas freigesprengt hat oder so. Sieht aber nicht so aus im ersten Moment. Wir vertrauen dem Level mal, okay? Astrobot war bisher häufig korrekt zu uns. Astrobot war bisher sehr, sehr... War selten asozial. Dann, hoffe ich mal, dass das so bleibt. So, erster Bot. Sehr gut. Und da drüben habe ich auch schon das Puzzleteil gesehen. So, dahin. Und dahin, ne? Jawollo. Okay. Der, okay. Oh, okay. Der macht eine Flächenattacke. Die war mir neu. Die kannte ich nicht. Den Tod akzeptiere ich, Freunde. Das Kampfmuster muss man erstmal kennenlernen. Genau, und dann einfach hier im richtigen Moment. Der ist aber auch gerade ziemlich fies, exakt mittig auf die Plattform gesprungen. Also es war echt schwer, dem auszuweichen. Boah, ey, wie häufig sie mit ihren Flüssigkeiten flexen, ne? Ich dreh hohl, ich dreh hohl. Immer wieder so. Guckt mal, wie gut wir Flüssigkeiten berechnen und animieren können. Die Säcke. Aber sie verdienen sich's auch, come on. Die holen so viel aus der PS5 raus. Da dürfen sie auch flexen. Da dürfen sie auch flexen, ich gönne es ihnen. Ich will auch, dass sie flexen. Ich meine, wenn sie flexen, Freunde, dann kriegen wir ein geileres Game. Also, ne? Okay, so, aufpassen. Bam, und rein ins Portal. Oh, und jetzt müssen wir hier im passenden Moment, aha, grinden. Okay. Na dann. So, die große Münze will ich haben. Und da drüben ist... Wer bist du denn? Keine Ahnung, wer das ist. Der hat irgendwie eine Mütze und eine Jacke. Schurkenhafter Kondut. Okay. Freut mich. Komm gerne in unser Team. Wir retten jeden Bot, der hier draußen ist. Wir sind für jeden da. Freund von jedem. So, ich will mich nicht von der Lava hier treffen lassen. Na? Und die will ich auch nur mit Laser töten. Ich weiß nicht, bei brennenden Gegnern weiß ich nicht, ob mein Astrobot das so geil findet, wenn er die mit der Faust boxen muss. So, da vorne ist auch an der Wand ein Knopf, den sehe ich. Da muss ich ja gleich mal gucken, was da abgeht. Aber wenn ich jetzt das in diese Richtung kippen lasse, ne? Ah, ich komme da ran. Ich komme da ran, okay. Und dann öffnen wir das Ding hier. Also ich dachte eigentlich, dass diese große Plattform dann vielleicht irgendwann komplett umkippt. Aber anscheinend kann die nicht umkippen. Man kann sie sehr weit neigen, aber nicht umkippen lassen. So. Hallöchen! So, Neonrächerin. Das wirkt so ein bisschen Overwatch-mäßig, aber keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ich bin da jetzt einfach mal stressfrei. Ich akzeptiere nicht, alles zu kennen. Oh! Okay, wie lange sprüht die? Da ist ein Puzzleteil, Freunde. Oh, krass. Die sprüht ja mal richtig lange. Ah, jetzt hat sie aufgehört. Okay. War hier irgendwo ein Bot? Nee, ich hoffe, hier war nur das Puzzleteil. So, Checkpoint wird aktiviert. Warte mal, ich ziehe jetzt hier mal dran. Ich vermute, da wird einfach nochmal so eine Ente sein. Aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach mit auf diese Railing. Ah, okay, da verschwindet die auch. Alles klar. So, der Bird hier fliegt mit uns. Wir müssen mal genau aufpassen, was hier passiert. Yeah. So. Na dann. So. Okay, wenn ich auf die drauf hüpfe und die Zähne alle da sind, dann kommt der Moment.
So, elektrischer Rächer. Muss das irgendeine Spielereihe kommen, die ich nicht kenne? So, kurz hüpfen. Genau. Wir wollen einmal alles mitnehmen. Wir brauchen viel Kohle. Für die Gacha-Elemente. So, und da ist der Vulkan wieder. Oh, er sieht so krass aus. Er sieht so krass aus. So, rein in den Gummienten-Lifestyle. Dann düsen wir erstmal darüber. Damit wir den Kollegen hier retten. Yes, das ist der letzte. Und die machen hier auch richtig Party, ne? Bro, jetzt chillen wir hier einfach. Geil. Ich glaube, Puzzleteile haben wir auch schon beide. Ja. Dann können wir uns jetzt eigentlich nur noch drum kümmern, das Level hoffentlich irgendwie zu schaffen, ne? Dann geht es jetzt nur noch irgendwie ums Überleben. Ist ja schon weiter unten irgendwas? Nee, das passt alles. Okay, Hallöchen. Friss meinen Laser. Und kann ich dem jetzt vielleicht irgendwie eine Gummiente reingieten? Ja! Eine Mega-Gummiente! Und jetzt geht's ihm wieder richtig gut. Oh mein Gott. Und jetzt mit den ganzen Gummienten. Oh, ist das nice. Oh, das sieht schon wieder so idyllisch aus, ne? Es sieht schon wieder so schön aus. Ich liebe diese Farbintensität des Spiels. Es ist so... sieht einfach so schön aus. Zack! Jede 100 Münzen sind eine Free-Gacha-Kugel. Die wollen wir. Mega schönes Level. Hat mir sau viel Spaß gemacht zu erkunden. Und als nächstes kommt wieder so ein Grusel-Level, ne? Irgend so ein Friedhof. Irgend so ein Friedhof mit Geistern. Na dann, Geister und Bots. Wir hatten ja schon mal ein Grusel-Level. Es hat ja viel mit Dunkelheit gearbeitet, ne? Oh, der Mond. Wow. Und war eher so ein Gute-Laune-Grusel-Level, auch wenn das irgendwie skurril ist, diese beiden Dinge in einem Wort zu verwenden, aber... oder in einem Satz zu verwenden. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Na dann. Boah. Richtig ekelhafter Schnodder hier überall. Wieder 5 Bots. Ja, 5 Bots, 2 Puzzleteile, Freunde. Das altbekannte Muster. So, und wir starten damit, dass wir uns hier reinbuddeln. Aha, aha, aha. Hallöchen! Aber das wirkt jetzt schon ein bisschen mehr Dark Fantasy-mäßig. Ich muss auch zugeben, da passt jetzt mein Skin ganz gut. Der passt sehr, sehr gut in dieses Setting. So. Aufpassen, dass wir die Patrone nicht in die Fresse bekommen. Nice. Oh, Bruder, was passiert jetzt? Ah, okay, die schweben einfach nur. Ich dachte, jetzt bricht irgendwie so die Hölle über mir herein. So. Ihr haut ab. Da drin ist einer. Hallo? Lass meinen Freund da raus. Kann ich da drauf werfen? Ja. Let's go! Und das war der zweite. So, und ab jetzt gibt es noch 3 PlayStation-Boards. In Ordnung. Aber dann kommt jetzt quasi wieder die Lichtmechanik zum Einsatz, die wir auch schon aus dem ersten Grusel-Level kennen, ne? Das ist quasi jetzt eine fortgeschrittene Variante. Ich hasse diese Gegner. Die spawnen einfach in deiner Fresse und du bist tot. Ich mag die nicht. Du hast zu wenig Zeit, den irgendwie auszuweichen. So. Hier ausmachen. Beide weglasern. Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da drüben könnte was sein. Mhm. Oder muss ich vielleicht darüber? Doch, ich muss darüber. Eindeutig. Ja, 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 ja. Das habe ich gesehen. Sehr gut. Und der hat sogar eine Ritterrüstung an. Jetzt ist halt die Frage, aus welchem Universum kommt der? Ist das jetzt aus einem bekannten Universum? Also mit bekannt meine ich eines, welches ich kenne? Oder ist das jetzt irgend so ein, in Anführungszeichen, random Mittelalter-Universum? Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, da runter zu gehen. Aha! Man muss sogar da runter. Interessant. Kurzer Schreckmoment hier. Ein Mini-Jumpscare sozusagen. Jawollo. Very, very nice. Und hier ist eine neue Lampe, die ich haben will. Und dann kann ich die gleich auf den Geist werfen. Und zack, ich werfe die einfach wieder drauf. Ah, okay. Das sind jetzt quasi verschiedene Phasen. Ah, oh, und wir können sogar beide auf einmal erwischen. Schön. Ich will mich jetzt trotzdem mal umgucken, ne? Aber ja, das passt. Okay, nice. So. Neuer Checkpoint. Da kann ich wieder etwas rausziehen. Ein Gegner! Sauerei, was machst du denn hier? So, du machst auch den Schuh.
Na dann hoch mit euch. Ah, das sind jetzt so Hände, die nach mir graben. Wow. So, da drüben scheint auch irgendwas sein. Ich habe halt noch keine, hier Puzzleteile gefunden. Das muss ich zugeben, macht mir ein bisschen Angst. So, hier ist wieder ein Kollege. Irgendein Skelett-Bro. So, wir düsen wieder zurück. Na, aber halt, also gar kein Puzzleteil. Da vorne ist eins, okay. Da vorne sehe ich jetzt eins. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Schaut mal, ich kann auf den Baum werfen. Und der... Ah, gibt mir so eine neue Stelle. Yo! Ah, jetzt kann ich hier... Jetzt verstehe ich diese Fotostellen. Weil wir jetzt endlich einfach tatsächlich eine Kamera haben, ne? Mit der das Sinn ergibt. Ist aber auch weird, dass man die Kamera so spät bekommt, ne? Also ich meine, wie gesagt, es ist ja irgendwie für die ganzen Fotostellen, die man davor findet, irgendwie ein bisschen lost, wenn ihr mich fragt. Aber nice, Freunde, das war... Das war auch das erste Puzzleteil, also dementsprechend alles richtig gemacht. Aber ich mag diese Grusel-Level. Die spielen sich so flawless, so schön, so an... Mann, ich hasse diese Gegner! Junge, gerade habe ich es gelobt, Freunde. Gerade habe ich das Level gelobt und dann kackt mir das Level so ins Gesicht. Bro, diese Fake-Coins, die machen mich wahnsinnig. Die haben mich schon zu oft erwischt. Okay. Ist das wieder eine Fake-Coin? Nee, diesmal ist sie echt, okay. So, jetzt muss ich aufpassen. Warte mal, wäre hier unten noch irgendwo was gewesen? Ich schaue mich nochmal um, aber es sieht nicht so aus. Okay, aber ich kletter jetzt bis ganz nach oben. Das Uncharted-Level hat mir das beigebracht. Okay, aber hier ist ganz oben nichts. Hinter uns? Ja, das habe ich aus dem Uncharted-Level gelernt. So. Jetzt wird die Lampe mir hier weggenommen. So. Bam. Der Geist macht einen Abflug. Und wir kriegen den Checkpoint. Mir fehlt jetzt nur noch ein Bot, ne? Ja. Und ich hoffe, dass der jetzt einfach am Ende auf uns wartet. Also ein bisschen Dark Souls-Vibes hat das ja schon. Die Ecto-Gang kracht jetzt hier komplett rein. Okay. Was geht jetzt ab? Okay, wir müssen quasi immer passend auf die leuchten. Ah, ich kann jetzt Licht auf die feuern. Lol. Okay. Das Ganze geht über Bewegungssteuerung. Ja. What the hell? Was geht jetzt ab? So, Treffer. So, einen habe ich noch erwischt. Zack, den haben wir auch erwischt. Ah, das war jetzt nur eine Pappe. Das war quasi Fake. Yo, Alter. Das ist ein richtiger Western-Shooter. Bro! Wie schnell! What the fuck? Kommst du bitte nochmal unten in der Mitte raus? Bro, Alter! Okay, der ist asozial. Der ist mal mega asozial. Ich habe es halt die ganze Zeit auf den unten in der Mitte geguckt, in der Hoffnung, dass er da mal rauskommt, aber er kam da halt nicht raus. Also, ich glaube, ich hatte da jetzt auch gerade einfach ein bisschen Pech, to be honest. Okay. Muss halt immer schauen, welcher Fensterladen wackelt. Und daran erkennt man so ein bisschen, wo es kracht, ne? So. Zack, zack. Oh, das waren gleich zwei... Oh, schöne Treffer. So, da sind wir schon wieder. So, wir gucken mal. Ich schieß mal hier hoch. Bruder, ich kapier's nicht. Kann man den irgendwo hinlocken? Digga, was ist... Ach, Bro. What the hell? Das... Vor allem, dass man alles nochmal machen muss. Bro, wie lost. Also ich finde es irgendwie ein bisschen lost. Vielleicht mache ich auch was falsch. Kann ich irgendwie auch meine Lampe vielleicht ausmachen? Das, also, ich habe immer das Gefühl, dass er da spawnt, wo ich nicht hinschaue. Oh, ich habe zwei. Da sind wir wieder, Freunde. Ich schieße jetzt einfach mal ein bisschen. Okay, jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, einfach Spam, glaube ich. Ich glaube, viel mit Zielen ist da nicht. Yo! Den kenne ich! Der ist doch aus diesem Horror-Game, oder? Also der mit diesem Hut auf dem Kopf, der kommt mir bekannt vor. Let's go! Ja, der rote Geist, der war ein bisschen weird. Ich glaube, man muss einfach echt einfach wild rumspammen.
Und einfach so, man kann mit dem, mit seinem Zielfenster, glaube ich, wirklich mehrere Fenster auf einmal ins Visier nehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man mehrere Fenster auf einmal abdeckt. Sehr gut! Aber auch dieses Level ist geschafft. Wir schicken 5 weitere Bots zurück nach Hause. 180 haben wir schon. Die goldene Flagge schmeckt. Und beim nächsten Mal, Friends, starten wir in Welt 4. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön noch an den lieben Flo, der hier den Kanal mit der höchsten Kanalmitgliedschaftsstufe unterstützt. Riesiges Dankeschön für deinen Support, Mann.